Admiral Supreme, freies Zeichnen im Chart. Admiral Free Drawing ist eine neue Funktion, welche auf Wunsch unserer Kunden entstand. Da es sich hier um eine Erweiterung der Admiral Supreme Edition handelt, müssen Sie die Admiral Supreme neu installieren. Den entsprechenden Link finden Sie unten rechts im Video. Auf dieser Folie sehen Sie einmal alle relevanten Tasten für dieses Tool. Wenn Sie die D-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und die Maus bewegen, zeichnen Sie eine rote Linie, da Rot die voreingestellte Farbe ist. Mit der X-Taste können Sie das zuletzt gezeichnete wieder entfernen. Wenn Sie erst das B, G, Y, N oder W drücken, zeichnen Sie mit D in einer anderen Farbe, und zwar in Blau, Grün, Gelb, Schwarz oder Weiß. Das Freihandzeichnen finden Sie unter den Indikatoren als Admiral Free Drawing. In dem sich öffnenden Fenster können Sie in dem Tab Input noch einmal alle Funktionen sehen. Jetzt betätige ich die D-Taste auf der Tastatur und habe die Möglichkeit, mögliche Einstiege, Trends und was immer ich brauche einzuzeichnen. Mit X kann ich einfach das letzt gezeichnete löschen. Und wenn ich jetzt auf das B drücke und dann mit D zeichne, geschieht dieses in Blau. Ein weiteres nützliches Tool, welches ich im Zuge dessen kurz erwähnen möchte, ist das horizontale und vertikale Stauchen und Strecken des Charts. Dazu klicken Sie einfach auf die Skalierung unten bzw. rechts und bewegen die Maus auf und ab bzw. nach rechts und links. Falls Sie noch weitere Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte.